Hallo Leute und willkommen zurück zu XCOM 2. So, jetzt sieht die Situation auch schon viel besser aus als zu Beginn der letzten Folge. Ja, Ihmchen hier haben wir per Gedankenkontrolle nach vorne geschickt. Und ja, Valentine muss einmal nachladen. Kostenloses Nachladen, kostet keine Aktion. Nachgeladen. So, 100%, 90%, 73% und den Eichhorn hier, den erreichen wir leider nicht. So. Jetzt haken. Dahin. Da kann ich mir vorstellen, dass wir beiden Eichhorns erwischen und die Kugel, aber den da hinten nicht. Wir könnten auch jetzt erstmal hier bleiben. Den sich herausnehmen. Bakanet ist noch ready. Ja, wir haben noch fast alles ready. Haben wir alles noch ready? Außer ihn, ja. Ja, mit dem Predator werden wir jetzt nicht so nach vorne stürmen. Warbird. Wenn wir mit ihr in Reichweite kämen, wäre da hinten ja safe down. Aber hier wäre das Dach dann im Weg. Naja, also nicht 100%, 94%. Aber es reicht. Streift. Einer erledigt. Noch tausende übrig. Dort von oben. Dann haben wir die Spark-Einheit und halt hier den Predator. Halbe Deckung nur. Einmal nachladen. Nachgeladen. Ja. Einmal da aufs Dach. Ah, sie hat hier einen Spezialanzug an, deswegen kann die das ja. Und wir sehen keinen Gegner. Ja, gut. Es haken. Ja, Pistolenfeuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Ja, da kommt noch einiges. So, wir haben ja hier ein bisschen Ablenkung. Wackeinheit. Ja, hier vielleicht ein leeren Riss. Leeren Spalt.
Müssen wir noch ein bisschen nach vorne gehen. Dann wollen wir sie alle drei erreichen. So. Ah, ich gehe schon. Ah. Komm. Wir sind einfach zu weit auseinander, oder? Lass dich nicht daran. Ja. Ich glaube, die sind einfach zu weit auseinander. Also die zwei, die erreichen wir. Aber den hinteren dann nicht. Okay. Der Riss setzt dich frei. Ja, okay. Und hier bei dem Eichhorn wurde noch versucht, eine weitere Psi... Ach, komm schon! ...einen weiteren Psi-Effekt zu wirken, aber das hat nicht geklappt. 70% und 60%. Ah, ich denke, Feuerschutz ist dann noch besser. Wahrheit. Einmal rein. Ja, Bombardement. Die Nulllanze. Ja, natürlich eine Riesenreichweite, aber wir sind sehr weit weg. Einmal dahin. Ganz normal schießen, 75%, okay. Die Nulllanze will ihn auch erreichen, aber der hinten nicht. 8 bis 11 Schaden und normal schießen. 9 bis 10. Okay, nur sicher gehen, dass wir da nichts von uns selber treffen. Tun wir nicht. Schaden. Einmal. Das verbesserte Hilfsprotokoll auf hier, auf Avatar des Kommandos da kriegt er einen Reflexschuss und Deckung natürlich. So. Feuerschutz. Optik für Feuerschutz. Scannegebiet. Dann noch der Grenadier, okay. Und los geht's. Ja, Gegner sind zu weit weg.
an Feuerschutz. Bietet Feuerschutz. Okay, das war schon mal ganz gut. Jawohl. Okay. Und da hinten ist noch einer. Er könnte eventuell... Ne, macht er nicht. Okay. Eine Einheit von uns ranziehen. Ein Schüchterungsversuch. In Panik. Sehr schön. Hey. Okay, Friendly Fire. Okay, sehr schön. Ja, das wäre möglich. Aber wäre das auch eine gute Aktion? Nächste Gedankenkontrolle ist erst in einer Runde wieder möglich. Okay. Wir müssen jetzt die Kugel rausnehmen. Wir gehen mal mit der Zwackeinheit nach vorne. Servos aktiviert. Okay, keine weiteren Gegner getriggert. Und ja, die Kugel, die hat halt erhöhten Schutz. Deshalb haben wir hier nur 59%. Die Nulllanze. Können wir die Nulllanze jetzt so einsetzen, dass wir beide treffen? Denke schon. Okay. Der geht hier in Deckung. Ah, eventuell so. Aber dann wären wir auch einen Schritt weiter weg von der Kugel. Geh mal da hin. Hoffentlich lohnt sich das. Und an die Nulllanze. Ist die Kugel immun gegen einen E-Angriff? Ich möchte mal wissen, ob das jetzt einfach nur ein Anzeigefehler ist. Wir machen das auf jeden Fall so, dass die Unreinheit auf jeden Fall rausgeht. Es gibt kein Entkommen. Ja, okay. Ja, jetzt könnten wir hier... Ach, Leute, ich glaube, das Spiel ist verbuggt. Die Kugel ist nicht da, wo das Spiel das anzeigt. Okay, ich lade mal neu. So, weiter geht's. Ja, also ich meine, die Kugel, also jetzt sieht man es sehr deutlich, dass sie halt am Schweben ist. Im Video kann man ja nochmal zurückspulen und vergleichen. Also ich meine, vorher hat man das nicht so gut gesehen.
deswegen die Nulllanze, die hat von unten drunter geschossen. So. Wackernheit. 59%. Daneben. Daneben. Munition bald leer. Jetzt doch? Ja, aber das ist mir noch zu unsicher. Einmal nach vorne. Kein Problem. Der Valentine ist noch da, trifft die Kugel aber nicht. Grenadier. Ja, Grenadier wäre super, wenn er denn sicher treffen würde. Ja, ich lasse mir jetzt die Kugel nicht down kriegen. Was wär's noch? Rück aus! %75. Unterstützungsfeuer. Ja, wenn sich die Kugel bewegen würde, hätten wir einen Reflexschuss. Ja, oder halt hier eine Granate noch abfeuern, einfrieren. Aber es kann sein, dass die Kugel immun ist gegen Eis. Einfach normal schießen, 75%. Was hätten wir denn dann noch? Alter. Position bestätigt. Schwert gibt eine Chance von 75%. Wahnsinn. Ja, so viel haben wir jetzt nicht mehr zur Auswahl. Können hier noch mit der Pistole schießen? Wenn wir den jetzt hier nach vorne ziehen, dann müssen wir uns aber sicher sein, dass wir die Kugel dann kriegen. Sonst wird das sehr schmerzhaft. Den haben wir auch noch. Um 60%. Ja, immer solche blöden Werte. Rage-Schlag. 100% und macht 5 bis 7 Schaden. So, haben wir denn noch was, was Rüstung rausnehmen könnte? Ja, wenn er trifft. Den Kettenschuss zu wenden wir nicht an. Ah, dann würde der den zwar auch rausnehmen. Aber es würde uns auch reichen, wenn einfach nur der erste Schuss trifft. Da haben wir dann eine höhere Trefferchance. Komm, 75%. Okay. Gut. Rüstung wurde getroffen. Jawohl. Die Waffe verschlingt meine Munition. Ja, jetzt kommen wir hier. Denke ich mal ziemlich sicher sein, dass das klappt.
getroffen. Minimaler Schaden. Ja. Ja, dann die Pistole reicht ja dann schon. Was ist da drüben? Wir hätten auch noch blitzschnelle Hände. 3 bis 6 Schaden zu 100%. Einmal so. Okay. Dann nur noch die 2, ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Entweder hier halt ran. Und dann eventuell noch mehr Träger. Und jetzt was triggern, das wäre halt echt, echt mies. Nein, blitzschnelle Hände. Keine Aktion, auch 100%. Okay. Nicht schlecht. Okay. Sonnenfeuerschutz oder schauen wir mal, wann das denn bewegen? Können den ruhig dahinter bewegen. Ja. Ist es auch sicher? Also einigermaßen. Und einmal nachladen. Alles im grünen Bereich. So. Oha. Ja, das Schlimmste erwartet uns wahrscheinlich noch. Wir haben ja schon ganz gut Sachen verwendet. Aber ein bisschen was haben wir noch in petto. Okay, einmal nachladen. Schnelles Nachladen läuft. Einmal so. Verstanden, bin unterwegs. Advent Einheiten gesichtet. Okay. Da könnte man eine Serie starten, aber ah. Das sind auf jeden Fall Nahkämpfer, aber die können auch aus der Entfernung schießen. Also. Ja, das ist wieder. Nee. Bei denen möchten wir keine Sprengzünder einsetzen. Wir können uns. Gedankencontroller. Das ist doch mal schön. Also. Aber nein. Da sollten wir doch in Reichweite sein. Obwohl. Dann haben wir schon mal einen. Einen von 4. Ja, und wir bekommen seine Sichtweite. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl.
Und der hat der noch mehr? Der hat, glaube ich, noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Okay. Rage-Schlag gegen ihn. Lenzemann anwerfen. 1, 2, 3. Würde gehen. Dann hätten wir aber Rage-Schlag verwendet. So. Würde auch gehen. Dann Sensenmann. Und der müsste halt ein bisschen angesoftet sein. Fertig. Dann hätten wir ihn noch gesaved und der. Wir könnten mit ihm halt die Mission weiterspielen. Und. Falls wir hier noch was triggern, ist das extrem weit weg. Und dank des Sensenmanns können wir ja auch weiter wieder zurücklaufen. So. Das hätten wir auf jeden Fall schon mal als Taktik. Müssen wir nur ihn ein bisschen ansoften. Wird das schon funktionieren? Haben wir da schon einen in Reichweite? Fortschrittlicher Schaft. Ja, wir möchten ihn nicht töten. Und die Gefahr würde bestehen. Aber wenn wir den kritten mit 32%, dann ist er, denke ich mal, down. So, was wir brauchen? Bräuchten einen Pistolenschuss. Einfach nur ein bisschen Schaden macht. Ja, 67%. Wäre doch schon okay. Boah, zu zwei Dritteln. Okay, daneben. Kein Treffer. Ja, aber irgendwie kriegen wir ja schon angekratzt. Wenn alles jetzt schief geht, haben wir immer noch den Rage-Schlag. 28%. Hoffentlich lohnt sich das. Ah, vielleicht treffen wir den jetzt nicht. Okay, 30% und ein Schaft eingebaut. Sprengzünder. Ah. Ja, Plasma Blaster werden wir nicht verwenden, ne? Wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Seelenfeuer fügt organischen Feinden garantierten D-Schaden zu, ignoriert Deckung und Rüstung. 6 bis 8, perfekt. Sehr schön. Ja, und da das ein ganz guter Move ist, ich habe es ja jetzt schon erklärt. Aber diejenigen, die dann bei der nächsten Folge dazu stoßen, dann machen wir das, füllen wir es aus. Also wir sehen Feuer und dann wird der Predator in Aktion. Zack, zack, zack. Und dann, ja, wird uns hier noch irgendwas erwarten. Irgendwelche Avatare. Eventuell zwei kleine und ein großer. Okay, gut Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.